Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Elwasch. Immer bitte zu entschuldigen, dass letzten Folgen, ich glaube zwei, das Bild nicht ganz dargestellt wurde. Jetzt soll das passen. Wie gesagt, ich stelle gerade aktuell was um, probiere es aus und teste einiges. Und da könnte es hin und wieder passieren, dass nicht alles optimal ist. Leider bin ich nicht perfekt, ne? Aber wir machen es. Ich versuche es immer, das hinzubekommen, dass es perfekt wird. So, wir machen mal weiter mit Mais. Bevor das trocken wird, ich habe meine Geschwindigkeit auf 1 umgestellt, damit wir den Tag vernutzen können. Dass wir ein bisschen was schaffen. So, mit der Musik habe ich auch umgestellt. Könnte sein, dass es zu laut ist, weil die Einstellung ist ein bisschen kompliziert. Weil ohne Spiel ist Musik lauter rein. Und mit Spiel ist Musik dann ein bisschen leiser, weil sich beides überschneidet. Also dieselbe Spur ist, dieselbe ja, Treiber ist, kann man sagen. Und dieselbe. Ja, zum Beispiel über denselben Kanal, ne? Über Elgato auf meinem Rechner. Und das, denke ich mal, wird es auch entsprechend minimieren von der Lautstärke her. Aber irgendwie kriegen wir schon hin. Musik nicht zu hören, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, als wenn Musik extrem zu laut ist, ne? Also das ist natürlich ungünstig. Ja, hier muss dann gepflügt werden, ist ja logisch, ne? Ja, auf Getreide geht kein Getreide, das ist ja leider so. Wir werden wahrscheinlich auch Gras reinmachen. Eine Variante wäre das jedenfalls. Eine andere Variante wäre natürlich im Frühjahr Soja oder Sonnenblumen. Ah, schauen wir mal. Immer wenn wir den Mais runterkriegen, ne? Da wir schon drei Grasfelder haben. Aktuell ist zurzeit ja die 2, die 15 und die 12. Sollte eigentlich genügen. Aber wieder die anderen Grasfelder, die ganz großen, wollte ich auf jeden Fall umflügen. Weizen und Gerste. Hoffe nur, dass ich vielleicht im späten Herbst einmal noch Gras ernten könnte. Wäre nicht schlecht. Wäre gut. Aber mal schauen. Das ist noch nicht ganz sicher, was so ist. So, machen wir hier wieder voll. Fangen wir hier an. Schauen wir mal, was wir reinkriegen. Wir wollen ja ein bisschen nicht drüber fahren, sondern einfach wo freies lang düsen. Und mal schauen. Die Beute sind hier weg. Die Frauen sind nicht geblieben. Also ganz nackig soll es ja auch nicht sein, ne? Ja, jetzt Mais. Und wenn es trocken ist, geht los mit Hopfen. Hopfen ist alles weit vorbereitet. Da haben wir sogar Maisgebiss. Dann können wir im Anschluss ja auch das 19 als Körnermais nehmen. Wenn wir das Silo jetzt gut voll kriegen. Also das muss ja auch eine BGH gefahren werden. Und das ist jetzt doch ziemlich aufwendig mit losen Material. Gut, förderbar kann man sich gut hinstellen, das geht ganz gut mit Förderband, dauert nur ein bisschen lange. Was ich überlegt habe, mit zwei Förderbändern zu arbeiten, parallel, linke und rechte Ecke zu nehmen, und so das bisschen schneller geht. Aber überlege ich mir noch, das ist eine Variante, die mir jetzt ganz gut vorstellen könnte. So, Ton. Ja, das ist ganz gleich jetzt über Elgato, über den zweiten Rechner, weil ich festgestellt habe, dass wenn OBS läuft und das Spiel darunter leidet, im Prinzip von der Qualität.
Und jetzt, besonders bei 7D2D ist es extrem, dass ich da, wenn das da richtig die Grafikkarte beansprucht wird, dass es da hohe Ausfälle geben könnte, weil es wird angezeigt. Ich habe zwar so nicht festgestellt, aber es könnte das sein. Und deswegen haben wir dazu mal entschieden, über das Elgato laufen zu lassen. Nun muss ich mir rausfinden, wie es am besten eingestellt wird, weil das hat ja auch andere Einstellungen. Ne? Eine andere Quelle, es wirkt wie ein Monitor. Ich muss nur den Monitorprinzip duplizieren auf dem zweiten Gerät. Klappt ganz gut. Mit Ton gab es anfangs Probleme, aber jetzt geht es einigermaßen. Nur die Lautstärke muss ich noch hin und wieder mal justieren. Also ob ich jetzt die Auflösung ändern werde im Spiel, glaube ich eher nicht, aber wahrscheinlich eher die grafischen Einstellungen hier, dass ich ein bisschen erhöhen kann. Aber das machen wir mit aller Ruhe. Später, wenn das mal richtig so läuft, so dann hier können wir da ein bisschen drehen an der Spirale. So, hier werden wir sehen, wenn wir zweite Spulen kriegen, solange wir nicht so weit rückwärts fahren müssen. Ne? Und da ist weiter links. Auch die Musik ist leider immer unterschiedlich laut. Kann ich aber nicht ändern, ist leider so. Das ist alles original, runtergeladen von YouTube. Und wenn es da verschiedene Lautstärken gibt, dann ist das, dann bin ich da machtlos. Mal zu laut, mal zu leise. Ungünstig, sagen wir so. Ja, mit Mais ist leider so. Mit Cosplay traut man nicht ran, weil entweder fahren sie heute raus oder sie kippen auf einer Stelle, und wenn ich das selbst verteilen muss, letztendlich ist es für mich die Arbeit hier fast genauso schnell, wenn ich das allein machen würde. Ne? Also, im Grunde ist besser, wenn man Silage ballen, das geht irgendwie leichter. Weil man das im Prinzip eine Ausnahme braucht, ne? Und dann entsprechend da hinstellen tust. Was wir auch noch machen könnten, wir könnten auch die Rübenschnitzel in den BGH reinbringen. Dann müssten wir nur einen Diesel holen und dann entsprechend da Dings aufbauen, die das herstellen könnte. Aber schauen wir mal, was wir kaufen können. Ob die BGH heute Nacht ein bisschen Geld bringt. Ne, das könnte ja auch noch ein bisschen mal bringen. Einige hunderttausend, schätze ich mal. Ein bisschen Silage haben wir noch. Die Tiere sind versorgt. Ich bin versorgt. Mittag gemacht. Und jetzt geht das. Folge Nummer 8. Nach dieser Folge müsste ich mal ganz kurz noch mal testen, wie das so passt. Müsste jetzt aber eigentlich passen normalerweise. Also Bild habe ich geändert. Das ist einfach zu groß dargestellt. Musste ich ein bisschen korrigieren. So wie ich meine Webcam Prinzip verschieben kann und vergrößern kann und verkleinern kann, kann man das Bild dann auch entsprechend vergrößern. Vorher war das nicht so, da war das die Darstellung vom Monitor, da konnte man nichts ändern. Glaube ich jedenfalls, mir sind nicht aufgefallen. Ja, mit Lohnzahlungen kriege ich auch nicht eine Reihe. Wie gesagt, da gehe ich bei und werde irgendwann mal komplett alles runternehmen. Bis auf die Lagerhallen und vielleicht Gerätschaften, die ich jetzt im Kopf habe, die wir schon haben. Ne? Also das ist unentscheidend. Ne? Man kann im Großen und Ganzen komplett ohne Mods auskommen. Gut Autoload für Stroh und für Paletten und so müsste man schon einbehalten.
natürlich auch für Holz. Traktorenmäßig müssten wir nicht. Der alte Traktor, den ich gerade fahre, ist ein Mod. In entsprechender Leistung und Geschwindigkeit mit 70 km/h. Ja, ansonsten gut. Produktion würde ich auch nicht unternehmen. Auch nicht die Silos von Fed Action. Weil wäre ja blöd, wenn wir das machen würden und wir hätten hier Dings voller. Ja, wir hätten jetzt hier voll gemacht mit Häckselgut und machen dann weg. Ne? Ungünstig. Ne? Also ich würde bei Maschinen anfangen und bei anderen Programmen erstmal nicht. Maschinen erstmal, ne? Also Traktoren, Anhänger. Ich habe mal so festgestellt, warum hast du alle drauf? Hast du doch nicht im Gebrauch? Wenn man eine haben möchte, kann man es immer wieder aufnehmen. Ich möchte die Aeros runter haben. Da sind mal ein paar Aeros angezeigt und das ist nicht gut. Auf Dauer. Wir wollen ja noch ein Jahr zocken, ne? Bis der A20er kommt. Das dauert ja noch ein bisschen. Wir haben zwar jetzt halben Januar. Und somit ist das andere ja immer noch weiter Ferne. Ne? Also vor November kommt nichts. Garantiert. Die ersten Infos kommen meistens ja immer mehr zu fahren kommen. Vielleicht sickert mal vor was durch. Das kann natürlich sein. Gerüchte werden ganz gerne gestreut. Anfüttern von den YouTubern und so, die dafür ihre Bezugsquellen haben, beziehungsweise auch informiert werden. Direkt von Giants. Wir haben da ihre Kontakte. Offiziell sogar. Ab und zu mal kommt dann so ein Bericht raus und das schauen wir dann an und dann kann ich ja auch hier berichten, wenn ich es weiß. Ich denke mal, die meisten werden es auch direkt an der Quelle auch entsprechend erfahren, was dann alles so geplant ist. Natürlich hoffe ich auf Seasons, dass es fest drin ist. Ist für mich Wetter und so ist für mich ganz wichtig, weil Landwirtschaft nur Sommer ist für mich unrealistisch. In unseren Breiten jedenfalls, Tropen mag ein bisschen anders sein. Da ist ja nur entweder Regenzeit oder Trockenzeit. Ne? Ja, und ansonsten ist ja hier nur Sommer und vor allen Dingen mit der mit Aushalternte. Möchte ich das ein bisschen gestaffelt haben nach Jahreszeiten, dass man da sagen kann, auch nach Region. Ne? Ich glaube, in Spanien sind zwei Ernten locker möglich, wenn es nicht trocken ist. Und da ist ja ziemlich trocken. Und wenn die mal Regen haben, haben die Unwetter. Ansonsten in Spanien zwei Ernten möglich, denke ich mal. Ne? Von Weizen könnte man theoretisch aber ernten. Weil es ja viel früher warm wird und viel länger warm bleibt. Ne? Aber hier in Europa sind zwei Ernten unwahrscheinlich mit Weizen, das dauert zu lange. Aber jetzt, wenn der Klimawandel so fortschreitet und es länger warm bleibt und früher warm wird, dann warum nicht? Ne? Also, oder man züchtet spezielle Sorten, die schneller wachsen und reif werden. Das weiß man nicht, kann man nicht sagen. Klima ist so eine Sache, das ist gab schon immer Veränderungen und die wird es auch weiterhin geben. Nur im Menschenalter ist dafür eigentlich zu wenig, um das zu erkennen. Ja, also was ist schon ein Menschenalter im Klima, ne? Also ist ja nichts. Die heutige Jugend, die ja demonstriert ja, ne? Also wegen, weil sie ihre Zukunft genommen wird, so ungefähr. Aber die wissen ja gar nicht, was vor 30 Jahren war oder 40 Jahren.
oder Medien würde ganz, ganz gerne wissen, übertrieben. Und zwar immer ganz gerne in eine Richtung. Bei uns ist Winter immer dann, wenn der Wind von Norden kommt oder von Osten. Dann haben wir Winter mit entsprechend Kälte und vielleicht auch Schnee. Aber wenn wir so aktuell überwiegend Westwind haben, dann ist es eher nicht der Fall, weil das Meer ist viel zu warm. Also der Ozean, der kühlt sich ja nicht ab. Auch schon deswegen, weil da der Golfstrom immer schön heizt. Aus der Karibik und so, ne? Beginnt ja am Äquator und geht dann über die Karibik nach Norden. Und durch den allgemeinen Westwind, da wir meistens doch immer Westwind haben, ist doch immer eher mild angesagt. Es gibt Ausnahmen, ja, aber Wetter kann man, das kann man auch nicht genau erkunden oder man weiß es auch nicht genau, wie das alles entsteht. Der Westwind kommt deswegen durch die Erddrehung und im Süden ist ja entsprechend der Wind umgekehrt. Also wenn wir jetzt auf der Südhalbkugel wären, dann wäre es ein bisschen anders. Dann wäre das, hätten wir ein bisschen Kälte. Aber Norden halt nicht. So, jetzt sage ich mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Wir haben ja eine Folge geschafft. Und das Feld ist noch nicht fertig. So, dann sage ich mal nochmal Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.